und schön, dass ihr am Start seid mit mir zu Hause. Wir werden heute endlich mal einen eigenen Burger wir zusammen machen. Das, was hier oben sich gerade im Kopf abspielt, das muss unbedingt hier auf die Platte gleich, wo wir einen Burger zusammen brutzeln werden. Muss dazu sagen, ich habe das Glück, ich darf in sämtlichen Burger-Restaurants am Start sein. Gucken, wie die Burger machen. Ich konnte mir Tipps, Kniffels von den allerbesten abholen. Ja, ein, zwei Dinge habe ich so im Kopf, die ich auch hier anwenden werde davon. Da wird ein Konkurrent in irgendein Restaurant gehen, Burger-Restaurant, und sagen, zeig mir mal, wie du deinen Burger machst. Das wird natürlich nicht gehen. Ich darf das alles, teilweise auch Dinger, die ich gar nicht veröffentlichen durfte danach übrigens. Ob und was jetzt hier vielleicht in den Burger reinkommt, werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall hat der gute Holle eine Vision und die muss hier unten auf dem Teller. Und das werden wir jetzt zusammen machen. Kurz und knackig. Wir holen jetzt Zutaten und dann legen wir los. Wir werden das Rad nicht neu erfinden. Ein paar kleine Akzente werden wir setzen und gucken, ob wir damit ein bisschen was dribbeln können und das Ding saftig wird. Und dann werden wir das Ding selber bewerten. Ich habe niemanden am Start leider heute, der das Ding ist. Aber ich werde auch ganz stumpf das Ding selber bewerten. Oh, das ist eigentlich voll cringe, aber egal. Wir machen es einfach so. Ich habe mir gerade selber nochmal mein Intro angeguckt, habe mir so gedacht, weiß nicht, irgendwie habe ich, ich mache einfach, wo ich Bock drauf habe. Kurz für euch kleine Einblicke, was hier oben sich so abspielt. Da habe ich mein eigenes Intro gerade angeguckt, habe ich ja eben gesagt. Das, was hier oben in Burger muss, weil ich habe kurz gezweifelt, habe ich jetzt überhaupt Bock, einen zu machen, habe ich mein Intro angeguckt. Das, was hier oben ist, muss in die Pfanne. Und da habe ich mich selber nochmal voll überzeugt. Ich habe mich gerade selber wirklich voll motiviert, indem ich mir mein Intro auf dem Display in der Kamera angeguckt habe. Und jetzt fetzen wir das. Jetzt rocken wir das Ding. Ich habe einen Plan mit Zutaten aus dem Garten sogar. Einer kleinen Zutat. Wir driven los. Also eine Kleinigkeit, die mir noch auf dem Herzen liegt, die ich noch sagen muss eben. Ich habe wirklich wahrscheinlich mit Sicherheit mehr erlebt, was Burger angeht, also mehr Lokalitäten besucht, mehr von Burgern gesehen, als wahrscheinlich jede Person in Deutschland zuvor. Würde ich mal behaupten, einfach von der Masse an Restaurants, die ich besucht habe, an der Masse an Sachen, die ich sehen durfte, live bei Burgern. Weil, wie gesagt, normalerweise darf man nicht einfach in Küchen gehen und gucken, wie die Besten ihre Burger machen. Durfte mir da wirklich einen sehr, 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 sehr guten Eindruck machen. Aber ich gestehe eins ein, ich habe sehr wenig Burger in meinem Leben selber gemacht. Ne, also ich bin kein professioneller Burgerbräter. Ne? Das will ich einfach damit sagen, wir machen heute ein Fun-Projekt. Deshalb kann es natürlich sein, dass ich heute ein bisschen Scheiße bauen werde. Rein damit. Ach Scheiße, ich Esel, wo ist mein Smasher? Oh, da haben wir wieder keinen kleinen Topf am Start. Ey, ich drehe hier am Rad. Aber das nehme ich in Kauf. Wir werden jetzt gleich loslegen und holen, wie gesagt, jetzt erstmal die Zutaten. So, um noch einmal konkreter in der Planung zu werden, Leute. Wir werden drei konkrete Komponenten heute anwenden. Die basieren auf sehr erfolgreichen Burgern in Deutschland. Zum einen wird es sein, nicht nur in Deutschland, Europa, basieren auf heftigen Burgern in Europa, denn wir werden eine Komponente einbauen vom besten Burger in Europa. Wir werden eine Urban Ranch Komponente einbauen, einer der besten Burger in Deutschland und das gewisse Holle Knowledge. Das war jetzt wieder bei meinen Englischkenntnissen wahrscheinlich völlig falsch gesagt. Aber eine holle Komponente werden wir noch einbauen, die entweder voll reinkrachen wird. Volle Rakete wird die reinkrachen oder sie wird absolut scheiße schmecken im Burger. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber ich will einfach mal das, was ich hier oben habe, jetzt auf den Zettel bringen. Und das habe ich auch noch vergessen. Eine dritte Komponente auch noch. Es wird irgendwo auch orientiert sein an einem, wenn nicht sogar dem erfolgreichsten Burger in Deutschland, Goldies. Das ist einfach eine Zusammenstellung aus heftigen Burgern heute, Mann, auf die ich voll Bock habe. Und ich hoffe, meine Komponente, die ich da reinhaue, die ist sehr gewagt. Das ist auf Ansage ein Ding. Manche haben da voll Bock drauf, manche gar nicht. Ich habe vergessen, was ich eben gesagt habe, aber ich hoffe, es wird reinknallen. Es könnte aber auch scheiße werden, sage ich euch ehrlich. Wir sind wieder mal bei meinem alten Arbeitgeber Edeka Warnke. Hintergrund ist einfach, wir haben hier keinen vernünftigen Fleisch an der Ecke, wo ich auf Gewissheit ein geiles, marmoriertes Fleisch kriege. Habe jetzt an irgendwie so ein US-Beef oder so gedacht. Na, natürlich haben wir auch deutsche Ware, die geil ist. Mir ist scheißegal, aber wir brauchen schönes intramuskuläres Fett. Das brauchen wir in unserem Burger. Und ich vermute, hier in der Fleischtheke, vielleicht haben wir da ein bisschen was Ausgefallenes, wisst ihr? Ich sage euch gleich auch, was für Fleisch wir benutzen werden. Wir versuchen das auf easy heute zu machen. Also man kann jetzt auch sich verschiedene Fleischstücke holen und so einen Mix machen, drei Stücke. Es gibt ja bekannte Zusammenstellungen, aber ein easy Mix, weil wir wollen es heute auch nicht zu kompliziert machen, ist einfach Entrecot, beziehungsweise halt anderer Name, Ribeye. Ne? Das schön marmoriert, einfach wolfen lassen, habt den geilen Fettgehalt, geiles Fleisch, auf easy für zu Hause, wie gesagt, nicht zu kompliziert. Er sagt, er hat gutes Fleisch für mich hinten. Gucken wir mal. Ja, er hat schon ein besonderes Stück für mich hinten geholt, hat er gesagt. Oh, geil, geil. Ich sag ja jedes Mal, ich bin hier beim alten Arbeitgeber, ne? Ja. Ja. Wir haben hier den Herrn Warnke genommen. Ihr habt so jetzt so oft gesagt, mein alter moin. Arbeitgeber. Moin, moin. Ne? In höchsten Tönen habe ich auch von dir gesprochen. Mann. Ja, danke, danke. Nur dein alter Marktleiter war nicht der Beste. Nee, der ist nicht mehr da. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Nee, wir holen ein schönes Entrecot-Fleisch. Wir machen nämlich einen geilen Burger. Ja, ja, ich muss dich sagen. Also ich habe auch. Film mal den Fleischermeister, das ist der Mann der Stunde. Der ist auch schon ewig hier. Ja, wie viel brauchst du denn?
So 500 Gramm und das müssen wir in den Wolfen. Zeig mal, was haben wir hier überhaupt? Ein schönes Stück. Das ist Dry Aged jetzt, oder was? Natürlich. Oh, geil. Geil. Wie lange ist das trocken gereift? Der hat 6 Wochen. Oh. Stark, stark. Bist du begeistert, Sonny? Ja, ich hoffe. Also, Herr Wank, ja, ich denke auch. Herr Wank hat schon gesagt, er guckt auch mal hin und wieder bei mir im Video rein. Ja, unbedingt. Und da hoffe ich, dass ich jetzt dem Fleisch alle Ehre mache. Ja, das sicher. Also, ganz spannende Sache. Ja, danke schön. Was kommt da rauf? Oder Fleisch pur? Da kommt noch ein bisschen, das darf ich noch nicht verraten, das ist Überraschung. Okay. Aber an die Klassiker in Deutschland angelehnt. Ja, ja, genau. Dankeschön. Danke. Bis dann. Ciao. Tschüss. Jetzt wird mir das hier erst alles klar. Hier hängt der gute Kollege, ne? Da geht's jetzt los. Wir haben unser gutes Dings und holen jetzt natürlich noch weitere Zutaten. So, also es ist jetzt Dry-Age-Fleisch geworden. Dry-Age war eigentlich nicht geplant. So, aber ich denke, also ich habe schon Dry-Age-Burger gegessen. Könnte was werden. Also war nicht geplant. Bin ich selber überrascht jetzt, was daraus wird. Nach meinen letzten Twitch-Versuchen an die Twitch-Community habe ich mich auch noch gut weitergebildet. Also noch mal ein bisschen draufgelegt. Aber Dry-Age ist noch nicht untergekommen. So, das werden wir jetzt testen. 33 Euro, 500 Gramm. Wie schön das ist, wenn ich so ein kleiner Wauzi immer begrüßt. Ja, mein Schatzi. Papa ist wieder da, ne? Ist Papa wieder da? Ja, mein Schatzi. Kurzer Wheel Talk auch zu den Produkten. Rein objektiv muss man einfach Folgendes sagen. Als Beispiel, ich habe einen Cheddar jetzt genommen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Normaler Cheddar, die Farbe gewinnt er dann durch einen Farbstoff. Das ist ein Cheddar ohne Farbstoff. Was will ich damit sagen? Man könnte auch einen Schmelzkäse einfach nehmen. Ich glaube, wir blenden es nochmal ein, falls ich gerade mich irre. Es war der Hochland, den es in jedem, fast jeden Laden gibt, den man verwenden kann, den auch viele Burgerläden verwenden. Da hast du rein objektiv mit Sicherheit noch einen besseren Geschmack, als wenn du jetzt so einen Cheddar aus Irland ohne Zusatzstoffe nimmst. Man könnte auch Martin's Potato Buns nehmen. Was ich damit sagen möchte, ich persönlich stehe immer noch auf ehrliches Essen. Du kannst immer mit irgendwelchen künstlichen Sachen den Geschmack nach oben pushen. Und wenn ich draußen essen gehe, scheiße ich auch drauf, dann soll das Ding schmecken. Aber wenn ich zu Hause bin, das muss ich zum einen, weil ich in meinen Videos schon so viel Mist esse, und zum einen stehe ich da auch drauf, stehe ich auf ehrliches Essen. Ich mag es nicht, wenn da dann zusätzlich, klar, dann haust du Geschmacksverstärker rein, Aromen, sonst was, dann kitzelt das nochmal raus, aber das will ich gar nicht. Ich will den ehrlichen Geschmack und ich stehe da des Todes drauf. Wenn ich da reinbeiße und weiß, alles, was ich gerade spüre, sind wirklich ehrliche und richtige Zutaten und wirkliche Lebensmittel, so wisst ihr. Und deshalb stehe ich da komplett drauf, das so zu machen. Rein objektiv gibt es viel Verbesserungspotenzial. Anderen Käse, Zwiebeln, den perfekten Ketchup, den perfekten Senf, irgendwas einlegen, Gurken selber einlegen zum Beispiel. Viel Verbesserungspotenzial. Wir machen heute schnell, auf schnelle Welle, ohne viel Tamtam, einfach nahbar, so wisst ihr. Ja, wir legen los. Ich werde euch jetzt langsam da mal reinführen, was überhaupt passieren wird jetzt. Ihr seht da ein, zwei Sachen, die euch irritieren werden. Ich werde da bei Zeiten gleich, wenn wir soweit sind, auch ein paar Wörter zu verlieren. Aber erstmal noch meinen Garten. Zack Plus übrigens immer am Start. Gerne guckt immer rein. Code HOLLE10, 10% auf alles bei Zack Plus. Made in Germany, besser könnt ihr es nicht machen. Guckt gerne mal rein, Link in der Videobeschreibung. Wir gehen jetzt hier rein. Ich bin hier übrigens gerade auch am Start. Absolut Hobbygärtner, ne? Ich gebe mein Bestes. Ich weiß vieles nicht, ich mache immer frei raus. Hier habe ich schon meine Tomaten am Start. Da habe ich die zu früh eingepflanzt. Jetzt musste ich über Nacht, haue ich da so eine Grabkerzen rein. Man könnte auch eine Heizung nehmen. Habe ich aber nicht spontan am Start gehabt. So, hier holen wir uns jetzt schön aus dem Garten. Würde ich normalerweise jetzt niemals abschneiden, aber fürs Video machen wir es. Rosmarin an Start. Wir nehmen nur ein klein bisschen. Nimm den mit. Und jetzt kommt das, was ich so schön finde und was mich an der Küche so fasziniert. Diese Kreativität, diesen Spaß, den man ausleben kann. Der Kopf wird frei. Ich koche so gerne in der Freizeit. Wisst ihr, ich weiß gar nicht, warum ich nicht öfter sowas mache. Auch in Videos. Eine Zeit lang, drei Jahre habe ich ja dreimal die Woche bei Twitch auch gekocht. Und jetzt kommt das, was mir so viel Spaß bringt. Wisst ihr, jetzt versuche ich ein bisschen zu kombinieren. Und den Tipp habe ich, glaube ich, Barisch hieß der Kollege. Die haben die Jungs Burger für mich gebraucht. Das nehme ich einfach so mit, das speichere ich. Und der hat damals die Zwiebeln leicht aromatisiert, nenne ich es mal. Mit damals, ich meine sogar Thymian, nicht mal Rosmarin. Und ich werde jetzt was ganz Spezielles machen. Was heißt ganz speziell? Aber ich werde es folgendermaßen machen. Ich werde, wenn ich die Burger Buns anbrate, jetzt versuche ich nämlich diese Matching-Punkte zu nutzen. Ich versuche, wenn ich die Burger Buns anbrate in Butter, schwenke ich vorher die Butter leicht in diesem Rosmarin, in diesen
schönen frischen Rosmarin, der in meiner schönen, selbst zusammengesetzten Erde mit einem hohen Sandanteil da draußen schön gereift ist. Da werde ich die Butter drin schwenken, dann kriegt die leichten Rosmarin-Kick, sodass die Buns leichten Rosmarin-Flavor kriegen. Das wird mit Kartoffeln, ich mache es einfach, Leute, ich mache es. Ich weiß, viele feiern es gar nicht. Ich werde ganz punktuell leicht für den Crunch und den unterbewussten Kick leichte Kartoffelstücke schön frittieren, da reinlegen und Kartoffeln und Rosmarin, das ist der Matchingpunkt dort. Das ist der Matchingpunkt. Wenn du es nicht auf dem Zettel hast, du isst den, du weißt erstmal gar nicht, was abgeht. Da wird ein geiler Matchingpunkt sein. Die anderen Punkte, ich habe noch eine Zutat auch vergessen, da werde ich dann, wenn wir soweit sind, auch noch einzeln den Bezug zu nehmen, was ich da überhaupt mache, von wem ich das habe. Und ja, let's go. Schon viel zu lange gelabert. Also Rezept, wenn ihr Bock habt, das nachzumachen, ihr werdet ja am Ende auch erstmal sehen, ob das Ding dann bockt. Ganz easy. Ich mache alles so, dass jeder Schritt nachzuvollziehen ist. Brauchen wir in der Videobeschreibung wahrscheinlich auch kein Rezept oder so. Vielleicht schreibe ich irgendwas rein, was unklar war oder so. Aber im Zweifelsfall noch was in der Videobeschreibung. Aber wenn alles verständlich im Video ja, zu erkennen ist, dann werde ich darauf verzichten. Fleisch übrigens ist ein sehr geiles Fleisch. Man hätte vielleicht in dem Fall noch ein bisschen Fett untermengen können. Ein bisschen Fettgehalt würde mir jetzt noch fehlen, wenn ich es perfekt haben wollte. Aber wir nehmen es so. Nicht zu viel Aufwand, einfach frei raus, bam und legen los jetzt. So, pass auf, Leute, unerwartete Wendung. Ich zeige das Handy nicht. Diesmal wird die Nummer vom Einzelwaren Ahmed nicht geleakt. Ahmed hat gerade, ich habe ihn geschrieben, Ahmed soll meinen Burger bewerten. Ahmed, der Burger-Experte. Und Ahmed, du sagst, du wärst an sich dabei, ne? Ja, Mann, finde ich mal geil, den Spieß umzudrehen. Ja, Mann, also das heißt, du kommst vorbei und bewertest meinen Burger. Ja, ich muss eh da lang und dann schaue ich kurz vorbei, snack mir noch einen rein und gib dir eine saftige Bewertung. Geil. Schreib mir gleich, wenn du eine genaue Uhrzeit hast und dann bereite ich den Burger so vor, dass du eigentlich nur noch snacken brauchst. Ja, machen wir so, also kurz nach 12, 5 nach 12, 10 nach 12 kriegen wir hin. Geil, ich sag dir nur schon mal, es ist ein Special Burger, also nicht sonderlich special, aber ein paar Akzente, nicht so wie du ihn kennst. Ey, sag einfach deine ehrliche Meinung gleich, wenn du da bist, 1 bis 10, Bewertung knallhart. Aber kein Schwein. Nein, 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 kein Ranzirus. Okay, bis gleich. Ciao, ciao, ciao. Geil, der einzig wahre. Der einzig wahre Ahmed bewertet meinen Burger jetzt. Oh, das wird wild. Da bin ich sehr gespannt. Oh. Ah, ich habe ihn denn ja selber nicht mal probiert. Ich muss ja eigentlich selber einen noch machen. Das werde ich wohl danach machen. Gucken, wie ich das mache. Ich lege los mit den Vorbereitungen. Sache, Mann, da will ich auch noch mal kurz was zu sagen. Ich habe auch richtige Schleifsteine, die sind noch geiler, so Wassersteine, ne? Wenn man nicht kocht, keine Angst vorm Messerschleifen. Ein Tutorial angucken und das hat sich gegessen. Das ist zum Beispiel ein Schleifstab, tausende Mal grad, zwei, dreimal rüber und das Ding ist wieder fit. Und du hast ein Messer wie neu geboren. Wenn man öfter kocht, sowas muss sein. Boah, es sind echt nicht viele Vorbereitungen nötig. Ich würde jetzt mal schätzen, 100 Gramm Bällchen vor mich. Das sind 92 Gramm Bällchen. Ich schwöre euch bei meinem Leben, ich habe nicht geguckt. 92 Gramm bis 95 Gramm. 90 Gramm Bällchen. Gucken wir mal, was die Feinwaage sagt. Ja, schon ein bisschen verhauen, ne? 82. 82. Ja, müsst ihr selber wissen, ob das jetzt gut war oder nicht. Ein Stück Butter werden wir auch brauchen. Das wird für einen Special Move sein. Den natürlich zum Anbraten von den Buns brauchen wir auch noch. Die Gurken brauchen wir noch eben schnell, genau. Vater hat früher immer gesagt, nicht in die Gläser reingreifen. Dann kommen da Keime und das wird schneller schlecht. Ich habe es jetzt trotzdem gemacht. Ja, mal gucken, was Ahmed sagt. Ich weiß nicht, ob ich das mit einem cleanen Käse überhaupt sagen soll, dass ich jetzt so cleanen Käse verwende. Hier unsere Vorbereitung. Ich sag's in jedem Video erneut, aber meine selbst eingebrannten Eisenpfannen, bin ich sehr stolz drauf. Boah, da kam ja auch ein Kandidat, hat eine Pfanne mitgebracht, hat gesagt, so, das ist die beste Pfanne zum Burger Smashen. Und dann habe ich ihm meine gegeben, hat sich danach die bestellt. Die übrigens unbezahlte Werbung von Lodge. Kann man auch schön mit wirklich Stahlgeschirr kann man hier in den Pfannen arbeiten. Oh, ich
bin auch ein Esel, ey. Falsche Pfanne angemacht. So, Nummer 2 gleich für Burger. Das ist eine Eisengusspfanne, das ist eine... Normalerweise ist es geiler, sage ich ehrlich, mit einem Patty, weil jetzt hast du zwei verschiedene Pfannen, die verhalten sich unterschiedlich, muss man aber irgendwie handeln können. Das ist eine geschmiedete Eisenpfanne, das ist eine Gusseisenpfanne. Die ist auf jeden Fall nochmal ein Stück geiler für Burger. Aber zum Schluss weiß ich auch schon, wenn der ein bisschen besser performt als der, das merkst du bei dem Ergebnis gar nicht. Den legen wir direkt rein. Damals, wie gesagt, der Barisch gemacht beim Burger Battle. Ich habe Thymian und Rosmarin reingehauen. Ein kleinen Geschmackskitzel. Ein kleinen Klacks, genau. Ist kein Experiment gerade, war mal eins. Bisschen auf andere Weise, aber ich übernehme das jetzt mal und das wird bocken. So, das wälzt mir ein bisschen hier drin. Die Butter wird schön den Geschmack jetzt annehmen. Jetzt kommen schon mal die Buns rein. Die können... Das ist kein Geheimnis. Schön früh rein, die kühlen sowieso ab, bis das Fleisch in der Pfanne sind. Was rede ich da? Langsam wird es hier heikel. Achmed kommt gleich. Also die kühlen sowieso ab, die Buns, bis das Fleisch in der Pfanne ist draufkommt. Deshalb kann man die ganz entspannt, um sich keine Hektik zu machen, schön rechtzeitig fertig machen. Kann man natürlich auch mal zwischendrin gucken, wie weit sie sind. Das riecht schon so geil nach Rosmarin hier oben. Das wird Endlevel, ich sag es euch. Guck, und das ist so ein Ding. Jetzt von der anderen Seite ganz kurz, ist eine Gefühlssache. Je nachdem, wie das Bun ist, habe ich selten gesehen im Burger Deutschland. Aber manche machen es und es kann geil sein. Aber es ist eine Gefühlssache. Und die Buns brauchen meiner Meinung nach hier von außen nochmal ein bisschen Feuer, um auch ein bisschen Sapschigkeit zu gewinnen. Schön nochmal hier durch Butter ziehen. Und schon raus, das war schon. Jetzt muss die tatsächlich ausgewaschen werden, einmal schnell, weil da gleich die Butter sonst zu hohe Hitze bekommt. Hier die Kartoffelstiftchen schön einmal frittieren. Oh, guck mal, wie schön sapschig die sind. Kann man das sehen? So will ich sie haben. Glasig von außen, sapschig, wenn man sie anfasst. Gleich ein sehr entscheidender Moment mit dem Burger Smashen. Diese Pfanne kriegst du so hart heiß. Ich habe hier teilweise den Rauchmelder. Zweimal in 2 Tagen warm in Betrieb genommen, Brandtest gemacht. Man kann die auf höchster Stufe machen, aber die Pfanne wird so heiß, es langt bei mir auf 7 von 10 Stufen, beziehungsweise 7,5 von 10. Easy. So, die Stiftchen können auch schon rein. Und hier kann es jetzt langsam losgehen. Ui, rein damit. Ach, scheiße, ich Esel, wo ist mein Smasher? Ja, okay. Das war's mit der Vorbereitung. Mein Smasher ist... Ah, scheiße, ey. Wo ist mein Smasher? Egal, neue Runde, neues Glück. So, die sind schon mal fertig. Jetzt muss der Rest jetzt extra kommen. Muss ich auch alles mit einer Hand machen, das ist natürlich komplett katastrophski. So, da ich jetzt keinen Smasher am Start habe, weil keine Ahnung, wo der liegt, nehme ich einen Topf. Das sind scheiß Bedingungen, ey. Da kommt Achmed schon. Scheiße, ey. Oh, grüß dich. Ich schwör's dir, mein Plan geht nicht auf. Du musst mich filmen beim Dingsen. Ich schwör's, ich drehe hier durch mit einer Hand dies, mit einer Hand das. Hier eskaliert alles komplett gerade. Scheiße, ey, so eine Kacke. Das ist doch nicht die alte Rollemanier hier. Ja, ich sag dir das. Es ist wirklich schwierig hier alles gleich. Ich hab meinen Smasher, finde ich jetzt nicht. Jetzt muss ich hier mit der Dings. Und Achmed kriegt jetzt doch erstmal mit, wie ich das Ding hier mache. Ich wollte 1, 2 Geheimnisse auspacken, aber das gibt es jetzt nicht. Ach, scheiße, die Pfanne ist ja noch gar nicht heiß. Gib jetzt Gas hier. Scheiße, ey. Meine Philosophie, Leute, ist, ich mache das Patty ein bisschen dicker. Ein bisschen dicker. Die Erfahrung sagt einfach, die richtig Endlevel-Ergebnisse, da ist noch Saftigkeit im Patty. Da wird mir Achmed bestimmt recht geben, dass es nicht totgesmashed ist, sondern immer gewisse Saftigkeit aufweist. Boah, scheiße, ey. Ich habe auf einmal meinen Smasher nicht gefunden. Das hat meinen ganzen Vorgang komplett ge... auf Deutsch gesagt. So, gewisse Saftigkeit lassen wir noch drin. Es ist nicht totgesmashed. Wie gesagt, etwas dicker. Hier haben wir jetzt auch mal beide Herdplatten an. Beide Seiten. So, und einen wichtigen Move noch. Der Urban Ranch Move. Den benutze ich bis heute. Einmal den hier. So. Also, da sieht man ein kleiner Fehler. Aber die Pfanne, ich sage euch ehrlich, drehe hier durch gerade. Die sieht nicht schlecht aus. Ich denke auch. Gut gemacht. Jetzt haben wir hier für dich, Achmed. Grüße an Jochen Gauss, das Mary River Salz. Kann man jetzt nachsalzen. Ich hätte normalerweise schon am Anfang auch gesalzen, wo ich den Bun reingelegt habe. So, aber es ist, wie es ist. Dann nehmen wir hier den Bruder noch. Bisschen Ketchup.
Zwiebeln drauf. Gurke drauf. Nicht zu viel. Punktuell. Käse natürlich nicht vergessen. Und davor der Besser Burger Europas Move. Zack. Butter drauf. Wo haben wir unseren Ehrenbruder? Oh, da haben wir wieder keinen kleinen Topf am Start. Ey, ich drehe hier am Rad. Scheiße, wir haben wieder beschissen vorbereitet. Egal, ich hoffe, das tut seinen Zweck. So, das ein bisschen dicker. Komm, Bruder, jetzt muss der hier anzeigen. Gib mir deine Zeichen. Ja, Baby. Schöne Kruste reingekriegt. Na, Ahmed, sei ehrlich. Du als Burger-Experte. Unser Salz nochmal rauf. Bisschen Pfeffer. So, das ist der Sizzle Brothers Move und auch zum Beispiel von Der Daddy. Das soll schön überlappen, runterlaufen. Zack, und hier noch ein bisschen Kruste bilden. Bam, dann den hier. Und Ahmed, für dich, du wirst zum Schluss sehen, es macht Sinn. Das ist mal special, ne? Das erinnert mich an super Arm beim Gemüse. Ja, das magst du, ne? Das hätte ich sowieso gemacht. Ich hoffe, es schmeckt dir auch so. Wenn ich so sagen darf, Ahmed, für mich einer der größten Burger-Experten auch in Deutschland, der hat sich so weitergebildet. Ein Move, den er auch immer sagt, zweite Seite muss nicht zu doll gesmashed werden. Wir behalten die Saftigkeit, hauen den Kollegen drauf. Da sage ich mal den Ahmed-Move. Haben wir alle Moves drin, die ich wollte? Generell den Goldies-Move mit einfach Zwiebeln, mit dem McDonald's-Faktor, mit Ketchup, mit Senf, mit Gurken. Und dann sehen wir zu, dass wir das einigermaßen vernünftig schießen. So Leute, ich finde auch, er sieht sehr, sehr heftig aus. Also ich finde ein Prachtstück, wenn der jetzt schmeckt. Das wäre super. Und für dich auch, Ahmed, ich habe nicht mit Waffen gearbeitet wie den normalen Schmelzkäse. Ich habe jetzt ganz clean gearbeitet, ne? Ja, ohne Geschmacksverstärker, cleane Zutaten, weil ich das geil finde. Beachte das bitte dabei, es sind keine natürlich. Tricks bei. Mich verliebt in diesen Burger, sag ich ehrlich. Boah, der stand jetzt echt schon. Moment, Ahmed, wir müssen Gas geben. Hau ruhig rein. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Fühl mich geehrt, dass ich bewerten darf. Sehr gerne. Mann, das fühlt sich verdammt geil an. Vom Bäcker, sagst du, ne? Vom Bäcker, das ist wirklich, wie ich finde, hier in der Umgebung. So das Beste, was man kriegen kann mit. Dann würde ich sagen, hauen wir mal rein. Ja. Hört sich saftig an. Mhm. Mal gucken, einen Move, den konntest du nicht sehen. Mal gucken, ob dir das auffällt. Ich werde dich sonst noch aufklären. Mhm. Den ich sehr gut finde. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe in dem Burger, den ich machen wollte. Oh. Sieht saftig noch aus, ne? Also was man direkt sagen muss, Butter unnormal. Ja. Unnormal, auch heftig geil passend. Habe noch nie vorher so gegessen. Guck mal hier. Wie das rausläuft, ne? Das ist der beste Burger Europas Move, Leute. Okay, krass. Mhm, so machen die das da. Mhm. Hattest du gesehen, dass ich das noch reingemacht habe? Den hattest du gesehen, ne? Da war es schon gerade da. Eben schnell. Mhm. Die Kartoffeln ganz so dezent trocken, die sind da. Aber merkt man kaum, ne? Hätte mir gedacht. Guck mal, wie sapschig ich auch von unten, das Bann. Hier sieht man auch, da hat Verkrustung, da ist es noch maximal saftig. Mhm. Von unten extra halt saftig gelassen, ne? Der Käse. Du hast eine Sache, ich weiß nicht, ob das gewollt ist, bei einem Patty diesen Senf-Move nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht, habe mir im Nachhinein gedacht, scheiß drauf, weil ich auch in Hektik war, einer langt. Aber weiß nicht, ob das jetzt zweimal besser gewesen wäre, weiß ich nicht. Ich finde den Move auch sehr geil, eine Zeit lang auch sehr oft selber benutzt. Allerdings muss ich bei dem Senf sagen, finde ich nicht die richtige Wahl, nicht die geilste Wahl. Mhm. Du hast so einen Standard-Senf genommen. Ich habe einfach Standard genommen, ja. Würde ich dir empfehlen, als Upgrade, ist sehr meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, ich sag gleich was dazu noch, milden Senf zu nehmen. Milden. Oder gelben, Yellow Mustard, so diesen typisch amerikanischen. Okay. Der ist auch verdammt gelb, der ist einfach auch viel leichter im Geschmack. Mhm. Das heißt, selbst wenn du mehr drauf tust, dringt er nicht so ekelhaft durch wie bei so einem Hotdog-Senf von Bautzner oder so, sag ich mal. Ja. Ne? Aber sehr, sehr geil noch. Okay. Ich würde gleich gerne einmal beißen, wenn ich darf. Ich habe nämlich nicht geschafft, mir einen eigenen zu machen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja. Ich sag dir sogar ehrlich, Salz eigentlich perfekt, aber könnte noch so einen ganz Ticken rein haben, damit er so in die Fresse geht. Ich weiß, was du meinst. Ja. Aber eigentlich noch eigentlich super. Ich sag euch eins super, dieses in eins übergeht Feeling. Ja, ja. Es geht in eins über. Du merkst, es wird ein Biss. Du merkst, die Bahn ist so butterig. Ja. Und diesen Käse. Du merkst, dass es andere Käse ist, aber es ist anders und es ist geil, finde ich. Muss ich sagen, es ist keine Verschlechterung. Und das Gefühl beim Essen, zum Beispiel, dass du jetzt gerade von mir zwei Bisse genommen hast, hat mich traurig gemacht, weil der ist geil zu essen. Der macht Spaß so. Der ist wirklich lecker. Du merkst den Crunch von den Kartoffeln, den Crunch vom Käse, der runtergelaufen ist. Der ist echt super. Ist gut, ne? Wie ich meinen eigenen Burger gerade bewerte.
Nein, darum geht's gar nicht. Ich finde das immer geil, diese Hektik bei dir. Ich war ja lange nicht mehr mit dir so auch drehen. Und ich sag euch ehrlich, die Drehs bei Holger zu Hause waren immer die schlimmsten, weil da am meisten schief gelaufen ist. Ja. Und das war auch genau, ich komm rein, so Déjà-vu. So, oh, scheiße, oh, das, oh nein, oh nein. Oh. Aber er hat's geschafft, trotzdem einen richtig geilen Burger zu zaubern. Und ich bin sehr, sehr baff und überrascht von diesem Buttermove. Und du hast diesen Triple Crunch durchs Bun angeröstet, die Kartoffeln und den Käse, der auch noch außen runterläuft. Mm. Ich finde, also ich muss sagen, ich bin schon sehr geflasht von dem Ergebnis gerade. Ich habe eigentlich nur zwei Punkte, die mich persönlich ein bisschen stören. Wir dürfen nicht vergessen, es ist immer noch self-made zu Hause. Ich versuche, das jetzt mal zu übertragen, wie würde der schmecken, wenn man jetzt eine heftige Grillplatte hat. Nochmal ganz andere Utensilien, vielleicht diesen Senf, den ich meinte, vielleicht auch speziellere Gurken, das sind so ganz normale Cornichon-Gurken, ne? Genau, so. Das sind so zwei kleine Punkte, wo ich sage, Verbesserungspotenzial ist da, aber das ist ja an sich kein Verbesserungspotenzial. Habe ich aber auch, nur Austausch von bin ich auch bei dir. Habe ich ja, am Anfang geil, auch gesagt, das müsste, ja. Finde ich gut. Ich sage euch ehrlich, der Burger spielt sogar bei Burger-Restaurants in Deutschland ganz, ganz vorne mit, weil Kuss. Es gibt aber auch nicht viel. Ich sage ehrlich, an meiner Hand kann ich alle abzählen, die ich feiere und das war es dann auch. Und ganz genau dahinter bist du dann. Und jetzt versuche ich gerade für mich zu gucken, ob du vielleicht sogar noch mit dem Geschmack, ich versuche es trotzdem irgendwie zu übertragen auf Leben. Der Buttermuff hat alles gekillt. Das freut mich. Ich freue mich so hart gerade. Was hast du mir letztes Mal mit 8,3? Ich gebe ein 4,2 in Einspruch. War doch Schwein. War doch Schwein, ja. Echt schwer, Mann. Jetzt muss ich mal in mich gehen. Geh richtig in dich. Der war echt gut. Und das Ding ist, dieses ganze Chaos, was ich am Anfang gesehen habe, dachte ich, oh nee, scheiße, Mann. Der wird jetzt okay sein, aber nicht performen. Aber er hat verdammt gut performt. Verdammte Scheiße. Also ich sag euch ehrlich, das Ding kriegt von mir eine glatte 9. Geil. Und ich sag dir ehrlich, der wäre genau eine 9,2 mit diese 0,1 Gurken, 0,1 Senf. Und das für Homemade ist verdammt stark. Geil. Das habe ich am Anfang auch gesagt. Geil, es ist krank lecker. Ich hab's nicht erwartet. Es war einfach krank. Also er hat alle Erwartungen übertroffen. Also echt lecker. Mega. Geil. Also das freut mich hart. Wenn ihr Lust habt, ich habe viele Kreationen im Kopf. Wir können öfter so eine geilen Dinger machen. Dann laden wir hier nochmal eine Jury ein, vielleicht auch Ahmed, wenn er Bock hat. Also schreibt es rein in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber merkt ihr den mal genau so. Der ist wirklich gut. Der war heftig, ne? Der ist wirklich gut und ich habe so Bock, jetzt so einfach nur aus Neugier, wie würde der schmecken? Komm, vielleicht machen wir das so. Du kommst mir in die Filiale vor Eröffnung und du nimmst mal diese anderen zwei Utensilien, dann mit der heftigen Grillplatte und machst den da mal. Ja, dann lassen wir mal jemanden kosten. Und dann kannst du mal zwei, drei Leute Jury kommen lassen. Das können wir machen lassen, genau. Das ist geil, der Burger ist gut. Ja, wir lassen uns da was einfallen, das wäre geil. Ja, ich sage in dem Sinne, Ahmed, danke fürs Bewerten. Ich freue mich für Bolle. Denk dran, Ahmed hat in der Grindelallee in Hamburg, wir blenden die Adresse nochmal ein, Burgerladen jetzt am Start, wo ihr von seinem Burgern überzeugen könnt. Ja, Mann. Kuss geht raus, Sie. Und dann, ja, euch allen schönen Tag, Mann. Hat sehr Spaß gemacht. Lasst den Daumen oben scheppern, wenn ihr das wieder wollt, dieses Format. Unbedingt. Dann mache ich mehr. Hier aus meiner Knowledge. Kuss.